Wenn ihr so wenig Vertrauen habt, wundert es mich, dass ihr bis hier gekommen seid. Es macht alles nichts, ihr werdet Rache oder Verderben durch die Hände des Eisentrons finden. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Nichts leichter als das. Okay. Der Herr des Todes wird sterben, aber Talisa, ihr seht betrübt aus, was ist los, Kind? Es gibt hier Schwierigkeiten, Sänger, ihr müsst mir helfen. Ihr habt recht, ich habe es aufgespürt. Ich bitte, bitte sagt mir, wie ich euch altes Klappergestell helfen kann. Ich muss wissen, wer die Burg in letzter Zeit besucht hat und wo sie ihre Zeit verbracht haben. Als Sänger kennt ihr die Geschichten dieser Burg besser als jeder andere. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe im Schatten dieser Mauern gespielt, doch es gab viele Orte, zu denen ich keinen Zutritt hatte. Nun bin ich älter und gehe dorthin, wo ich will. Doch sagt mir, gibt es in dieser Burg Orte, von denen ich noch nie gehört habe? Nee, wer hat in letzter Zeit die Burg besucht? Es gibt ein paar neue, nichtssagende Küchenmädchen, einige neue Wächter. Was dagegen die Besucher der Bibliothek angeht. Vor zwei Tagen, oder waren es drei, kamen zwei Männer vom Eisenthron an. Sie sind zu einem Treffen mit zwei Rittern des Schilds gekommen. Die beiden sind, glaube ich, gestern eingetroffen. Ritter des Schilds? Okay, die Gruppe sagt mir jetzt gar nichts. Da müsste ich mal überlegen. Sie verbrachten die weiße Zeit im dritten Stock mit den Vorbereitungen für das Treffen. Dann ist noch ein Mann namens Kovaras gekommen, aber der bleibt eher für sich. Forscht nach Alanus Wahrsagungen und bezüglich der Zeit der Schatten, das Material dazu befindet sich im zweiten Stock. Und sonst? Ja, sonst wart nur ihr da. Okay. Piato begrüßte mich herzlich. Oh, da sind noch ein paar andere Einträge. Ja, ich habe heute einen alten Freund, Ketterle. Ah ja. Ich habe einen alten Freund von Gorion getroffen. Ketterle ist sein Name. Und er kannte mich von früheren Besuchen in der Kerzenburg. Er scheint nicht viel älter zu sein als ich, doch ein Verständnis zu besitzen, das seiner Jugend nicht entspricht. Ich hätte mich gerne länger mit ihm unterhalten. Karan, mein alter Lehrer, hat mir etwas außerordentlich Interessantes erzählt. Kovaras scheint über die Prophezeiung von Alrando dem Seeler ziemlich gut Bescheid zu wissen. So gut, dass er sie mit geschlossenen Augen zitieren kann. Es wäre sicherlich keine schlechte Idee, wenn ich einige dieser abgegriffenen Wälzer von dort, wo Karan und ich uns unterhalten haben, aus dem Regal nehme. Kovaras selbst kann den zweiten Stock nicht verlassen haben, da ich die Treppe, nachdem ich sie bestiegen hatte, nicht aus den Augen gelassen habe. Wer er auch immer sein mag, ich werde nicht zulassen, dass er mir auf diese Weise dauernd aus dem Weg geht. Bendalis, ein alter Freund von mir, meint, dass seltsame Dinge in Kerzenburg vor sich gehen. Er erwähnt insbesondere unkaufmännische Kaufmänner und einen umherreisenden Gelehrten namens Kovaras, der allein ankam und aber überaus interessiert an den anderen schien. Piato begrüßte mich herzlich und hieß mich in der Kerzenburg wieder willkommen. Er sagte auch, dass er einige Gegenstände für mich in Gorions altem Zimmer geben könnte. Schistal war die Schistal. Ich meine Schistal, einer der Mönche, die ich kannte und bei denen ich lebte, wurde von einem Doppelgänger ersetzt. Ich versuchte, den Schüler dazu zu bringen, sich zu verraten. Doch wahrscheinlich gibt es hier noch mehr von denen. Wie soll ich da wissen, wer Freund und wer Feind ist? Der Sänger sagt, dass die Männer des Eisentods sich im dritten Stock der Hauptburg befinden, wo sie ein Treffen mit zwei Rittern des Schilds abhalten. Worum es dabei geht, keine Ahnung, aber ich vermute, dass mein Weg dennoch in diese Richtung führt. Der Sänger erwähnt zudem einen weiteren Fremden, einen Mann namens Kovaras, der die Wahrsagungen Aulandos im zweiten Stock studiert, dort wo sie aufbewahrt werden. Wer weiß, vielleicht hat auch er eine Rolle in diesem Geheimnis. Egal, es ist sicherlich klug, um seine Anwesenheit hier zu wissen. So, was passiert, wenn ich runtergehe? Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Dann werde ich von jemandem angequatscht. Nichts leichter als das. Kann ich euch wissen, der Welt? Jetzt hört es aber auf. Wenn das nicht Talisa ist, ich habe euch schon fast auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit nicht gesehen. Hallo Theodon, wie ist es euch denn ergangen? Ich kann mich noch daran erinnern, wie ihr in euren kleinen Strampelhöschen durch die Gurke gerannt seid. Ihr habt die Alten belästigt und den Kühnen einen Schrecken eingesagt. Stimmt's, Jessup? Aber sicher, okay, das ist der alte Zausel. Ja, natürlich, ihr habt eure Lumpen noch nie lange anbehalten. Ja, ich erinnere mich, doch wie ist es euch ergangen? Ihr habt euch sofort splitternackt ausgezogen, der hört uns gar nicht zu, sobald man euch den Rücken gekehrt hat. Ich kann mich nur an den Tag erinnern, als jener Schwarzstab hineingeschlendert kam und ihr, dicht gefolgt von Gorion, im äußersten Burgbereich herumranntet. Ihr habt ihn einfach den Mantel von den Schultern gerissen und euch den niedlichsten Kleinen... Ja, ich erinnere mich, könnten wir das einfach ruhen lassen, wie ist es euch ergangen? Wartet, ich kann mich jetzt wieder an alles erinnern.
Da war doch Kelben Schwarzstab. Okay, Kelben kennen wir auch. Der sein Möglichstes getan hat, um wichtig auszusehen, während ihr mit seinem Umhang als Lindenschutz durch die Stelle gerannt seid. Das war ein toller Streich, nicht wahr, Jesup? Ich dachte, ich müsste vor Lachen sterben. Wir beide, Gorion, zitterte am ganzen Leib. So wütend war er. Das hat zwar Spaß gemacht, und ich muss jetzt wirklich gehen. Niemand wusste so recht, was er unternehmen sollte, und dann murmelte Kelm so ein paar Worte und packte euch mit einer Art gespenstischen Hand an Kragen. Er hat euch hochgerissen und euch direkt vor seinen Füßen fallen gelassen. Und gleichzeitig seinen schmutzigen Umhang gepackt. Alle haben sich gefürchtet, nicht wahr, Jesup? Genau, brachten vor allem kein Wort heraus. Ja, und dann brach der alte Kelm plötzlich in das schallende Gelächter aus, das ich je gehört habe. Alle in der Burg lachten wie verrückt, außer ihr. Talisa, ihr habt einfach später nackt dagestanden und euch gefragt, was der Aufruf wohl zu bedeuten habe. Das waren noch Zeiten. Ja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Aber sicher doch, Kind. Mensch, ihr dürft jederzeit wiederkommen. Ich habe noch einige Bilder von euch als Kind. Eure Freunde würden sich sie sicher gerne ansehen. Erinnert ihr euch noch an das mit Talisa auf der Bärenhaut, Jesup? Aber sicher. Wie immer im Adamskostüm. Ihr wart ja wirklich ganz niedlich. Geht jetzt mit euren Freunden spielen los. Oh Gott. War gut. Das musste ja jetzt nicht unbedingt sein. Nichts leichter als das. Gut. Da gucken wir uns hier mal um. Geschichte dem. Von Gongal, dem verschwundenen König. Pff, nö. Das kam wieder ins Regal zurück. Ein Brief. Okay. Noch ein Brief. Das sind wahrscheinlich die Lehren des Alraundo. Oder Teile der Lehren. Die Geschichte von Halrua, das hat Mitz doch gerade bei sich. Da ist Lea. Buch des Mondsees, das gibt es ja auch mindestens 5 Mal oder so. Geschichte Land. Entschuldigt mich, aber ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Unsere Bibliothek ist der. Hallo mein Kind, ihr habt doch nicht etwa irgendeinen Unfug angestellt, oder? Natürlich, geht jetzt mit euren kleinen Freunden spielen. Okay. Die Geschichte von Estagund. Noch ein Gelehrter. Klopfen brauchen wir auch nicht unbedingt. Also es war auf jeden Fall gut, dass wir den Ring von Kovaras nicht angenommen haben. Geschichte der? Geschichte der was? Das ist immer blöd ein bisschen bei den Büchern auf Deutsch, da fehlt die Hälfte. Geschichte der Schatten, der Sturz? Ja, irgendwas von draus. Nichts leichter als das. Also eigentlich nicht wirklich was Wichtiges, hä? Da ist auch nichts Wichtiges. Geschichte von Cormier. Die suchen wir auch nicht. Geschichte von Sembia. Die hätten wir vielleicht gebraucht, als wir in den Eisenthron eingedrungen sind. So, noch ein Mönch. Geschichte des Elfenthrons. Okay, ich mach mal kurz ein Quicksave. Und verlass mal kurz den Thron. Die Hauptburg war angeblich, wie sich jemand den Hof mit mir treffen wollen. Na, nur eine Wache. Und ich weiß genau, was die will. Tschüss. Okay, da sind wir wieder. Vielleicht schneide ich das ja raus, was gerade passiert ist. Ein normales Buch? Ein normales Buch. Okay, das behalten wir mal. Das könnte nämlich das Buch der Unwissenheit sein. Geschichte von Kalibshan.
Gut, das heißt, wir haben uns hier größtenteils umgeschaut. Also ja, ich werde wahrscheinlich den Fitzel gerade, der aus Versehen passiert ist, rausschneiden. Was ist das? Geschichte Ashaba. Hier ist nichts. So, dann bleibt nur noch hier die Küche wahrscheinlich. Ah, hier ist auch nichts. Und hier sind die Köche, okay. War hier gerade irgendwo ein Fragezeichen? Nein. Das heißt, zurück zur Gruppe. Das heißt, jetzt fehlt nur noch das zweite Stock zum Auskundschaften. Ach ja, und diese Schriften. Während der Tage der Avatare wird der Herr des Todes eine Zahl sterblicher Nachfahren in die Welt setzen. Oder dieser Nachkommenschaft werden solche von guter und solche von böser Gesinnung sein. Doch sie alle werden vom Chaos beherrscht werden. Erinnert ihr euch an die Träume, die wir hatten? Wenn die Bastarde der Bestie herangereift sind, werden sie verheerenden Schaden über die Länder der Schwertküste bringen. Eines dieser Kinder ist dazu bestimmt, über die anderen hinauszuwachsen und das Erbe seines Vaters zu übernehmen. Dieser Erbe wird die Geschichte der Schwertküste über Jahrhunderte hinweg bestimmen. Die Nachkommenschaft des Herrn des Todes ist dazu bestimmt, über Blutvergießen und Leiden an ihre Erbe zu gelangen. Ihr Vater hofft darauf, dass nur ein Kind überlebt und sein Erbe antritt. Ich prophezeie euch, dass Baals Kinder sich in einem blutigen Massaker gegenseitig niedermetzeln werden. Das sind die Weissagungen von Aluando. Ja, gut. So, was gibt's hier noch? Oh, hier sind noch mehr so Bücherregale, die man untersuchen kann. Du willst aber noch nichts gerade von uns, hoffe ich mal. Nein. Die Kronenkriege. Die Geschichte von Tethir. Noch ein Gelehrter. Hier sind Bücherregale, in denen nichts Wichtiges ist. Geschichte der, das kann es auch nicht sein. Ich vermute mal, wenn, dann ist es dieses normale Buch. Die Geschichte Auserwählten. Was ist hier? Die Geschichte des Elfenhofs schon wieder. Melfsäurepfeil, warte mal, kann. Habe ich den Zauber jemals gefunden? Kann Dina hier den lernen? Natürlich nicht. Glück. Was bringt Glück nochmal? Erhält der Aufwärter der Heilung einen Bonus von 5%. Hierzu gehören Rettungswürfe, Trefferchancen, Diebesfähigkeiten. Naja, das ist nicht wirklich viel. Geschichte Marsch. Geschichte das. Das was? Geschichte des Nordens. Das Jahr des Humpens. Okay. Minsk. Und ja, eigentlich lasse ich die ganzen Schriftrollen da liegen, wo sie sind. Geschichte Rückkehr brauchen wir auch nicht. Und ich glaube, dann haben wir schon alles hier. Geschichte Neuere, ja. Da bleibt noch die andere Seite kurz anzugucken. Geschichte von Tethir. Kommt Talisa. Geschichte Trauergrims, okay.
Geschichte Scherl.